Hola, Signora, buongiorno. Da sind wir wieder. Mal ein bisschen leiser machen bei mir. Kommt wieder laut. Huch. Guten Abend. Ja. Diese Herren. Du bist die mit dem Wolfsmal. Der Rabe der Schlacht. Dein Ruhm wächst mit jedem Mondschein. Ich kämpfe mit der Wahl, die Heming mir überlassen hat. Ich brauche deinen Rat dafür. Ja. Ein Opfer ist nötig, bevor der Scheiterhaufen brennt. Viele Schafe am Grund des schlummernden Jötun. Folge mir. Oh, schön, dann müssen wir da machen. Immer wieder immer die Soundeinstellung finden, das ist jedes Mal das Gleiche. Ja, folge mir, dann geh mal. Oma. Kann ja auch. Jetzt habe ich Bock auf die Muffins, die sind toll. Kommt, Tiere. Ihr sollt den Göttern dienen. Was? Und sie ermuntern, unseren geliebten Jarl Heming mit Ale und offenen Armen willkommen zu heißen. Sollt ihr jetzt töten? Ja, natürlich, sie reden mit den Schafen. Die folgen dir sofort. Die sind aber so süß, die Schafe. Hast du die Gabe der Weissagung, Seherin? Kannst du enträtseln, was bevorsteht? Ich sehe, was gesehen werden muss, wenn nötig. Eine große Gabe. Eine große Last. Befragte Jarl Heming dich oft? Konntest du seine Sorgen zerstreuen? Ja, wir sprachen häufig. Doch ging er meist mit mehr Bürden, als er gekommen war. Er sorgte sich um die Zukunft seines Clans. Darüber, wer Jarl sein würde. Sprich weniger. Unsere Worte sollen keine heimsuchenden Geister anlocken. Wie du wünschst. So, jetzt haben wir hier bekloppt. Seherin, ich. Dein Herz ist ruhelos. Ja. Ich suche die Weisheit der Götter. Du willst wissen, wer dem Clan besser. So ist es. Die Entscheidung. Wir stehen im Schatten des Riesen, des großen Bewahrers von Geheimnissen. Hier, ein Schluck der widerhallenden See. Steige den schlummernden Jötun hinauf. Oh, schön, Hexen. Nimm die Wasser zu dir. Gehe auf dem Gipfel in dich. Suche die Antworten auf deine Fragen nicht. Sie werden dich finden. Ich soll nicht gehen. Okay. Oh. Ja. Flieg, Freundin. Davon auf diesem Gipfel in sich zu gehen. Ja, mache ich. Ist das hier? Ja. Blutadler hier. Oder? Ist jetzt ein bisschen hoch, was ich hier mache. Ich meine, wäre das jetzt ein Farbfrei, dann. Zu erhalten, sollte ich meinen Geist leeren, mein Herz beruhigen. Erstmal das. So. Ja, wie immer sehr leise. Gefällt mir. So, wie meditiere ich denn nochmal? Was war das? K? J? Nee, nein, nicht.
so in mich an? Oder... Ja. Jarl Heming, bist du es wirklich? Mein Uge, nicht im Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen, ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht. Und so begehrst du seinen Platz an der Spitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornir spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir folgen nur den Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung sterben. Was? Was? Ja! Zu früh, Jarl Heming. Das Schicksal deines Schiers ist ungewiss. Solltest du mir glauben, vertraue auf dein Urteil.
geschafft. Du hast mich gezwungen, Heming. Ich wollte das nicht. Bereue nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Ehrlich, meine Entscheidung ist sowieso Bullshit. Jedes Mal das gleiche in Assassin's Creed. Die Auswirkungen kannst du dir an der Hand abzählen. Das Event dahin ist nur eine Zeitschinderei. Sorry, dass ich so was sage, aber... ist so. Oh. Geradeaus ist aber nicht bewegt. Nichts bewegt sich. Und ich kann keine Schnellreise machen. Ich kann keine Schnellreise machen, willst du mich? Mal die Bären aufnehmen sollen. Ne? Naja, gut. Vielleicht tun wir das Mikro ein bisschen höher, dass es empfindlicher ist. Ich muss warte mal, ich nicht aufpassen höre. So. Jetzt ist das Mikro war vorhin ein bisschen scheiße eingestellt. Entschuldigt, ihr kennt es ja bei mir. Irgendwas ist immer. Hui. Scheiße. Eieieiei. Aber noch ein bisschen knacken hören die Knochen, ne? Ich meine, die. Ach, die Jüngste ist ja nur auch nicht mehr. Nach all den Kriegen hier. War es das denn auch? Irgendwann müssen wir langsam mal mit Dewey sein. Das ist nur wieder. Ja, wer wird hier gewählt? Und ich will wissen, wie es dann weitergeht. Das ist das, was mich hier so anficht und leitet und denkt. Ja, halt die Fresse. Und, ja. So, komm her hier. Festlich. Zu festlich. Ach, ja, komm. Die jüngeren Gäste. Da hinten. Sie werden ihn töten. Ich habe ihm gesagt, er soll es nicht tun. Sie werden ihn töten. Komm raus, du dummfremde Ratte. Was soll dieser Wahnsinn? Du wagst es, unseren geliebten Heming mit deinem Dreck zu waschen. Hast du meine Frage? Dort drin ist ein Sachse. Der war dumm und kauert der hinter... Ich tat es für seine Unsterblichkeit. Gleich gibt's was... Beruhig doch... Bring diesen Dreckhaufen hier raus. Naja, wahrscheinlich wieder von hinten. Wer hätte erwartet? Moin. Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan. Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist dein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen. Oh Gott im Himmel! Was denn nun? Du hast den Schlüssel! Benutz ihn!
Na, jetzt hier. Du bezahlst für deine Taten, Schänder! Genug. Lass ihn Ich liebte Heming. Wirklich. Also tränkst du seinen Körper? War es das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Zwinge niemals einem toten Nordmann deine christlichen Mütter. Aber ich wollte... Dann wirst du bis ins hohe Alt... Oh nein! Bitte schön. Jetzt... Was siehst du? So. Jetzt haben wir das gelöst, mehr oder weniger. Da unten mehrere Punkte. Das ist so wieder nur ein Hingeziehe, bis das Ende. Also, es nervt mich mittlerweile sehr hart an, bin ich ehrlich. Was ist dieser Fu? Ein unbezahlbares Geschenk. Hilfe! Feuer! Rett mein Fuß, er brennt! Hilfe! Feuer! Rett mein Fuß, er brennt! Wenn dies dein Fusel ist, dann kommt... Du stelltest dich so zu... Jetzt das hier, Alter. Schluck hat noch niemandem geschadet. Jetzt muss ich... Ach, nicht schon wieder. Vorsicht, der Fusel pirscht sich blitzschnell an dich heran. Gut, ja, schön. Merke ich noch nichts von. Zeig es mir. So. Irgendwo da hinten noch hin. Renn hier, mach da, bring da, geh da scheißen. Hier hat einer Durchfall. Hole dies, mach das. Meinst du etwa Hemings berühmte Kampfhähne? Oh, Alter, was ist das für eine Soundabstimmung? Wenn du wieder... Jetzt scheint es wieder geordnet dazu zu gehen. Oh, hoppla. Dann gebe ich mal Turki Bescheid. So. Ich weiß nicht, wenn ich seine Quest jetzt hier abgebe, dann bin ich doch eigentlich nochmal völlig fein mit dabei. Oder will er sich dann gleich verbrennen, was auch immer er vorhatte. Bringen, keine Ahnung. I don't know. Ich habe die... Sie Und wie fühlst du... Meine Trauer sitzt... Heming wäre... Hoffentlich. Der Schmerz wird... Ja. So, ja, ja. Jetzt das Geschlecht ändern wäre dumm, so kurz vor knapp. Also halt legit dumm. Legit... Immer alle besoffen, ne? Nö, wo geht die denn jetzt hin? Ey, boah, ey. Ausgezeichneter Schild. Gunnars Handwerkskunst ist... Und hier, ein er ist ein... Richtig. Ist er verlobt. Und nach... So, können wir, sind wir fertig? Ein ausgezeichneter Schild, Zunifer. Auf Gunnars Handwerkskunst ist Verlass. Boah, Alter. Kommt die angepisst. Boah, Shish Kebab. Walla Mogulis. War, ich hab was anderes auf den Lippen, aber... Ich lasse es mir stehen. Walla Duheris müsste hier natürlich sein. Denk dran. So, finde den Eingang der Höhle. Ironie, jetzt aber das doch zu weiter. Sein, von der Willi sprach. Hier soll jemand leben. Ist doch immer so.
Und du denkst, da ist niemand, zack, Lipflugi da. Nium. Lachkörper. Oh Gott. Alter, hallo, können wir uns mal darauf konzentrieren, dass... Dankeschön. Okay, ich bin immer wieder irritiert von dem, was... Der Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Ja, und wer das ist oder nicht, das sehen wir erst in der nächsten Runde. Jetzt machen wir kurz das Päuschen. Hey, ihr wisst ja, was passiert. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Tschüss.